Herzlich willkommen zu der Reitkunst-Herausforderung Nummer 4. Und diese besagt, zieh ein Opfer vom Pferd aus 3300 Fuß mit dem Lasso. Also, wir müssen auf einem Pferd sitzen und mit einem Lasso eine Person, so gesagt, fangen. Also, so, dass wir wie einem Lasso dran haben und die Person dann 3300 Fuß ziehen. Also, mit dem Pferd hinterher schleifen, sagen wir mal so. Ich will auch auf jeden Fall euch einen guten Tipp geben, und zwar rennt nicht, also sprintet jetzt nicht verrückt mit dem Pferd oder sowas, sondern ganz normal in Schrittgeschwindigkeit laufen. Ich zeige euch mal kurz, was für eine Entfernung 3300 Fuß sind, weil solltet ihr schnell mit dem Pferd reiten, dann verstirbt die Person schnell und das ist dann nicht gut und dann zählt das halt auch nicht für die Herausforderung. Und zwar sind das hier ungefähr 3300 Fuß, also von der markierten Stelle aus bis hierhin oder halt auch andersherum. Das sind circa 3300 Fuß plus minus ungefähr. Also das ist nicht so eine kleine Strecke auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall mindestens 20 Minuten oder sowas dafür gebraucht, 30 Minuten. Zwischen 20 und 30 Minuten, weil ich in Schrittgeschwindigkeit ganz normal geritten bin und die Person dann mit mir gezogen habe. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal, also ich zeige euch jetzt, wie ich das meine mit der Geschwindigkeit und alles drum und dran. Dazu gehe ich kurz nach Rhodes oder suche hier kurz eine Person. Bis gleich. Person gefunden, ich bin halt einfach noch ein paar Meter geritten, aber das, was ihr macht, ist einfach auf sie zielen mit dem Lasso. Einfach einfangen, also mit L2 natürlich zielen, dann mit R2 einmal werfen und dann einfach nur so ganz normal laufen. Also so wirklich in Schrittgeschwindigkeit, dass die Person auch nicht verstirbt oder sowas, und das macht ihr dann 3300 Fuß entlang, also lang, also mit der Geschwindigkeit bis dort hinten hin ungefähr. Ja, also muss jetzt nicht hier diese Strecke sein, sondern kann auch, keine Ahnung, ne? Es muss halt nur 3300 Fuß sein, also der Weg, wo ihr ihn dann ja mitschleift. Ich hoffe, dieser Guide hat euch geholfen und auch gefallen. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Und ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns auch eventuell bei der Reitkunst-Herausforderung Nummer 5. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.